Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare. Ich denke, es wird Zeit für meine Neujahrsrede, für meine Neujahrsrede. Ne? Und ich meine, diesen hier ist ja schon vorbei, ne? Ja, also, ne? Können wir mal ran. Okay, ne? Was jetzt noch nicht vorbei ist, sind andere Dinge, ne? Also es waren wichtige Themen, ne? Wichtige Themen dieses Jahr, für mich persönlich, ja, gesundheitlich hat sich nichts verändert, berufsmäßig auch nicht. Wobei der Tenor vielleicht ein wenig freundlicher und konstruktiver wurde, aber konkret gibt es da auch noch nichts Neues. Die beiden Themen, Flüchtlinge und Hartz IV. Arbeitslosengeld II, SGB II. Damit habe ich mich beschäftigt. Ne? Flüchtlinge, Hartz IV. Die einen haben es nicht, ne? Und die anderen hier, ne? Ihr wisst ja, ne? Die anderen, ne? Die haben es. Ne? Und geht so nicht. Ne? Und eure Befürchtungen sind richtig. Sie sind richtig. Es kommt was vom Buch, ne? Weil ihr wisst ja, ich weiß nicht, kann man es lesen, ne? Wo steht ja nicht drauf, ne? Und also ich denke, ja, ich nehme mal die ist. Also jedenfalls, das waren zwei ganz wichtige Themen, ne? Wir haben die Freude, viele Menschen in unserem Land begrüßen zu können, die auch eine Bereicherung sind und denen wir helfen können. Das ist eine sehr gute Sache. Ich habe ein bisschen in Mannheim am Bahnhof einige Tage mitgemacht. Ich bin hier jetzt in Ludwigshafen beim Café Zentral, versuche ich ein bisschen zu helfen. Und na gut, wenn ihr einfach auch ein bisschen mitmacht, in irgendeiner Form unterstützt, dann gibt es ja Möglichkeiten. Ne? Ja, und das andere Thema ist dann, ja, das andere Thema ist dann Hartz IV. Ich habe ja schon mal einen ganz netten Krimi geschrieben, ne? Also rein fiktiv, ausgedacht und so, ne? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ja, den Krimi, den hatte ich ja schon lange mal fertig. Und gibt es übrigens als Hörbuch und E-Book natürlich kostenlos im Internet. Ne? Das ist da in dem PC, diese Sache. Aber hier, das ist neu, ne? Ist neu, ja. Ja, ich nerv die Leute damit, hieß es, ne? Ja, nur es ist so, ne? Ich habe keine Kirche, ne? Also keine, die mich unterstützt. Und keine Partei in dem Sinne, auch nicht. Und Sekte auch nicht. Und auch kein Verlag, ne? Aber trotzdem, man kann es im Buchhandel bestellen, ne? Hat eine ISBN-Nummer. Und die steht auch irgendwo. Ne? Schlimmstenfalls im Internet. Also das kann man, das sind, wenn man es zum Anfassen braucht, ist es am günstigsten tatsächlich für euch im Buchhandel. Da ist mein Gewinn 0 Cent. Ihr könnt es über den Verlag, über ePumli bestellen. Dann bekomme ich ein paar Cent. Und ihr könnt es bei, nein, ich bin kein Fan von Amazon. Ihr könnt es bei Amazon bestellen. Dann kostet es euch auch Versand und ich kriege auch 0 Cent, weil sich den Rest
Amazon, ne? Also, ich habe es als E-Book auch bei Amazon. Als E-Book bei Amazon. Und wenn ihr das da bewerten würdet, wäre sehr nett, weil dann merken das auch ein paar andere Leute mal als bisher. Ne? Und es ist nicht nur für Hartz-IV-Empfänger interessant, sondern es ist für ihre Freunde und Angehörige interessant, für die Niedriglöhner, die man damit verängstigt. Und es ist, liebe Mittelschicht, hallo, Mittelschicht, es ist für euch nicht einmal interessant, nein, es ist zweimal interessant. Man nötigt euch auch zu Wohlverhalten und Fleiß, weil ihr leider jetzt zu Recht vor dem Absturz Angst habt. Das ist so nicht in Ordnung. Und eure Steuergelder, Gelder, Penunze, Zaster, Knete, was ihr euch erarbeitet, wird rausgeschmissen. Also, Moment, Moment, Moment. Liebe Mittelschicht, auch deine Steuergelder werden sinnlos rausgeschmissen und verschenkt im jetzigen Hartz IV. Ja. Ihr könnt das nachlesen und alle Bevölkerungsgruppen können Widerstand leisten. Ich habe da praktische Tipps zusammengesucht und hinzugefügt. Ja, es soll jetzt nicht zu lang und nicht zu trocken werden, ne? Es sind auch am Schluss einige Witze enthalten. Ja, kann man zum Beispiel eine kleine Session vom nächsten Jobcenter mal anmelden, ne? Und dann mal, ne? Nein, nicht. Flüstertüte, ne? Und dann kann man mal so ein paar Scherze auch vortragen. Nur eine kleine Auswahl, natürlich, ne? Ist auch ein bisschen klein gedruckt, aber dann ist es nicht so teuer, ne? Weil steht ja viel drin, ne? Viele Adressen, Links, alles sowas, ne? Frage an Radio Eriwan. Können die Arbeitsvermittler allen Menschen Arbeitsplätze vermitteln? Antwort von Radio Eriwan. Im Prinzip ja. Allerdings haben Sie schon mal Zitronenfalter in Zitronenfaltern sehen? Zitronenfalten. Na, egal. Also, okay. Was haben wir noch? Was sagt ein arbeitsloser Chemiker, der nach langen Jahren der Arbeitssuche endlich durch das Jobcenter eine Stelle gefunden hat zu einem anderen Chemiker? Einmal Pommes mit Mayo, bitte. Das habe ich jetzt falsch. Falsch rum erklärt, aber ihr könnt euch das schon denken. Nehmen wir mal einen einfacheren, ne? Ist schon spät, ne? Ist schon spät. Ach ja, ne? Was Persönliches ist ja auch immer nett, ne? Frage an Radio Eriwan. Werden konstruktiv-kritische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belobigt? Antwort von Radio Eriwan, im Prinzip ja. Allerdings meistens mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Suspendierungen. Oder der bekannte Kurzwitz, muss man wissen, ein Bestseller, ne? Jobcenter, Kurzwitz. Wird ein Arbeitsloser einer sinnvollen Maßnahme zugewiesen? Dankeschön, Dankeschön. Ja, einen haben wir noch, ne, einen haben wir noch, denke ich,
Vielleicht dann mal weiter hinten. Ah ja. Vorstellungsgespräch bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters im Jobcenter. Er wird gefragt, an welche Position hätten Sie denn gedacht? Geschäftsführer. Was? Sind Sie verrückt? Nein, ist das Bedingung? So, vielen Dank, ne? Und kaufen, 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 ne? Oder man kann es auch verschenken an Beratungsstellen, ne? Läuft eine Startnext-Aktion, da sammle ich euer Geld ein, damit ich das an Beratungsstellen verschenken kann, ne? Ihr kriegt auch Dankeschön, ne? Und immer dran denken, ne, manchmal sind damit nicht so einfach, ne, und dann, wenn man aber mal ein bisschen Nachdruck dahinter legt, ne, also ist jetzt nur Metamorpho, so Bild, sinnbildlich gemeint, ne, wenn man mal ein bisschen draufhaut, dann wird es bunt. Alles Gute, liebe Avatarinnen und Avatare, immer dranbleiben und see you.